Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Stories of Climate Change Hope, dem Podcast, der dir alle paar Wochen ein kleines bisschen Hoffnung bringt. Mein Name ist Steffen Schwartmann und heute lauschen wir der Klimageschichte von Karel Mohn. Er hat ein Diplom in Politikwissenschaften und arbeitet gerade als Chefredakteur und Projektleiter bei klimafakten.de. Zudem arbeitete er als Kommunikationsdirektor Deutschland für die European Climate Foundation. Hallo Herr Mohn, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, Tag Herr Schwartmann. Ja, ich würde sagen, wir starten gleich mit der Frage, Sie arbeiten ja bei klimafakten.de und da würde ich gerne wissen, worum geht es bei Ihnen? Bei uns geht es erstmal um Klimafakten, wie der Name sagt. Und dass wir uns diesen Namen gegeben haben, hängt damit zusammen, dass vor einigen Jahren beim Thema Klima ja eine ziemliche Depression herrschte nach dem Scheitern des Kopenhagener Klimagipfels. Und da hatten wir die Furcht, dass die Welle von sogenannter Klimawandelskepsis, die es damals vor allem in den USA und angelsächsischen Ländern gab, dass die auch nach Deutschland rüberschwappt. Das wollten wir nicht und deswegen haben wir dieses Projekt gestartet, wo es erstmal darum geht, dass wir Falschbehauptungen über den Klimawandel aufgreifen und dem auf den Grund gehen und Faktenchecks dazu machen. Das machen wir auch bis heute. Das ist auch wichtig, dass man weiß, wovon man eigentlich spricht. Aber das ist eben nicht genug, dass man nur die richtigen Fakten hat. Das alleine führt jedenfalls noch nicht dazu, dass Menschen dann auch handeln. Und darum geht es ja. Naja, so hatte ich das auch ein bisschen mit beobachtet. Ich habe mich auch für Ihre Arbeit schon sehr interessiert und habe gesehen, dass zu Anfang eben dieses Enttarnen von Falschbehauptungen zum Klimawandel standen. Und seit geraumer Zeit, so würde ich das jetzt formulieren, fokussieren Sie sich mehr auf die Kommunikation von Klimawandel auch in der Öffentlichkeit. Und ja, was war dann der Hintergrund dieses Wandels? Der Hintergrund war im Grunde unsere eigene Naivität. Also wenn man ein Problem als solches verstanden und anerkannt hat, wahrgenommen hat, dass es eben ein großes, ein massives Problem ist, und so ging es uns ja von Anfang an mit dem Thema Klima, dann kann man, oder dann denkt man, naja, man spricht über dieses Problem und die Fakten liegen auf dem Tisch und dass dann sozusagen der Handlungsimpuls, dass der sozusagen zwangsläufig ist. Und das ist natürlich eine grandiose Fehlannahme. Wenn ich jetzt sage, Kinderarmut ist ein Problem oder wir haben ein Problem mit Biodiversität oder alle möglichen anderen Dinge, dann heißt es noch nicht, dass diese Sorge von ganz vielen anderen Menschen in der Gesellschaft geteilt wird und dass dann auch immer gleich das Richtige passiert. Aber so haben viele eben agiert in der Kommunikation über Klimawandel. Das heißt, man hat eigentlich die Öffentlichkeit zugeschüttet und dachte, wenn man jetzt ganz viele Informationen und Fakten raushaut, dass dann auch wahnsinnig viel passiert. Und wenn man diese sogenannte Informationsdefizit-Theorie vertritt, dann geht man also sozusagen von leeren Köpfen aus, in die muss man Wissen hineingießen und dann kommt irgendwie am Ende Handlung raus. Das funktioniert so nicht. Und die Leute, die das tun, sind dann aber oft frustriert, weil sie drehen dann eben sozusagen den Lautsprecher auf und dann passiert aber immer noch nichts oder vielleicht auch erst recht nichts und dann sind sie noch weiter frustriert. Und diesen Teufelskreis, den haben wir auch bei uns selbst beobachtet und haben dann irgendwann gemerkt, da muss man aussteigen. Es gibt eben noch ein paar andere Faktoren, die eine Rolle spielen, wenn Menschen sich über den Klimawandel unterhalten oder nicht unterhalten. Also Faktoren wie Emotionen, wie Normen, wie Werte, wie Identitätsbilder, die man hat von sich. Und das muss man alles ins Blickfeld nehmen, wenn man will, dass die Art, wie man spricht über das Klimathema,
dass das eben andere dann auch motiviert und aktiviert zum Handeln. Haben Sie das also aktiv in Ihrer Arbeit, war das etwas, was Sie in Ihrer Arbeit gelernt haben? Oder haben Sie das aus der Wissenschaft dann auch mitbekommen, dass eben durch sozialwissenschaftliche Forschung herausgefunden wurde, dass eben diese allein Fakten nicht dazu führen, die Menschen auch zum Handeln zu bewegen? Oder war das vielleicht auch beides? Ja, ich glaube, das war ein Wechselspiel aus eigenen Erfahrungen, Frustrationen und eben natürlich auch dem Profitieren von der Forschungsarbeit anderer. Und da sind dann eben vor allem KommunikationsforscherInnen, Sozialpsychologen, VerhaltensforscherInnen, Kognitionsforscher, die schon lange sich damit auseinandersetzen, wie menschliche Kommunikation funktioniert, was in unserem Gehirn eigentlich abläuft, wenn wir das mit Fakten vollstopfen, und wie sich das dann wiederum auswirkt auf politische Diskurse, politische Debatten. Und ich glaube, wir konnten hier in Europa, in Deutschland, auch davon ein Stück weit, ja, profitieren, dass die politische Situation in den USA oder auch in Australien natürlich eine doch ganz andere war als hier bei uns. Da gab es eben diese massive Welle der gezielten und bewussten Verleugnung und Verdrehung von Klimafakten. Und deswegen war natürlich auch die Herausforderung, sich damit auseinanderzusetzen, viel größer. Und es war viel drängender, Antworten auf die Frage zu finden, warum Menschen im Angesicht eigentlich klar auf der Hand liegender Tatsache es dann trotzdem vorziehen, diese Tatsachen zu verleugnen. Es ist ja ganz schön schwierig, wenn das so ein emotionales Thema ist. Welche Rolle spielt es denn, wenn wir Gespräche über den Klimawandel führen? Also ich glaube, oder dass es sehr wichtig ist, wenn man in seinem persönlichen Umfeld darüber spricht, weil man mit den Leuten, für die Leute eigentlich eine wichtige Stimme hat und das vielleicht dann eine andere Wirkung hat, als wenn ein Klimawissenschaftler oder ein Politiker, den man ja eigentlich nur ganz entfernt kennt, ja, dazu aufruft, mehr für das Klima zu tun oder sich da einzusetzen. Also warum sollten wir häufiger über das Klima sprechen? Ja, Sie beschreiben da eigentlich schon eine Lösung für das zentrale, auch politische Problem. Also die Lösung für unser Problem, dass wir den Klimaschutz intensivieren müssen, liegt in der Tat im Gespräch. Wir müssen den Klimawandel und das, was mit Klimaschutz zu tun hat, zu einem Thema alltäglichen Austauschs machen mit Freunden, Familienmitgliedern, Bekannten am Arbeitsplatz, wo auch immer wir uns bewegen, weil wir, der Klimawandel ist eben eine Herausforderung zunächst einmal für uns als Gesellschaft oder Gesellschaften. Es geht um unser Leben, auch um unser Überleben. Und insofern muss eben an allen Orten der Gesellschaft eine Auseinandersetzung damit stattfinden, was das eigentlich für uns bedeutet. Und das ist insofern schwierig, als der Klimawandel ein wicked problem ist, wie es einige Sozialforscher sagen, oder auch ein Problem aus der Hölle. Es ist ein sehr komplexes Phänomen, was eben den gesamten Globus umfasst. Ursachen und Wirkungen liegen da nicht so direkt beieinander. Auch die Rolle des Einzelnen, das mein eigenes Handeln und die Auswirkungen dann auf das globale Klimageschehen, die sind natürlich nur äußerst über ganz lange Ketten miteinander verbunden. Und es liegt auch gar nicht so ohne weiteres auf der Hand, was man tun kann. Und deswegen, weil das eben so komplex, vielschichtig, verschachtelt, miteinander verbunden und verwoben ist, fühlen sich Gespräche über das Thema oft auch ein bisschen schwierig an, als ob man sozusagen in Treibsand sich bewegt. Und dieses Gefühl kennen, glaube ich, alle, die im Klimaschutz aktiv sind.
Und es ist wichtig zu verstehen, woher kommt dieses Treibsandgefühl? Es ist eben nicht nur die Dummheit, Verstocktheit der anderen Menschen oder die Böswilligkeit fossiler Lobbyisten, sondern es hat auch mit der Natur der Sache zu tun. Und wenn wir das besser verstehen, dann hilft es uns auch, ich sag mal, optimistischer und auch gelassener in diese Debatten über das Klimathema hineinzugehen. Ja, ich stimme Ihnen da auch vollkommen zu, dass das ein Weg ist, das Thema präsenter zu machen und die Menschen zu erreichen. Was mich so ein bisschen dabei besorgt oder was ich sehe, ist, dass es ja jetzt auch zeitlich müssten wir eigentlich schon viel weiter sein, was politische Maßnahmen angeht, auch global gesehen. Und man müsste ja jetzt sofort eigentlich, naja, ich sag das jetzt mal so, man müsste alle Menschen dazu bringen, mit ihrem Umfeld über den Klimawandel zu sprechen, über die Klimakrise. Und dann ist es ja auch eine Art Prozess. Also man spricht ja, man führt das Gespräch und dann ist es ja auch nicht sofort, aha, yo, ich ändere jetzt mein Verhalten oder ich setze mich jetzt für eine bestimmte Partei ein, sondern es kann ja auch sein, dass die Person erstmal darüber nachdenkt und vielleicht nach einiger Weile da ein Umdenken geschieht. Also wie können wir dann durch diese Gespräche auch erreichen, dass es zeitlich gesehen etwas schneller geht? Oder müssen wir vielleicht mit bestimmten Menschen reden, die mehr Einfluss haben zum Beispiel? Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Es besteht wirklich Grund zur Besorgnis, weil in all den Jahren und Jahrzehnten, die wir uns mit dem Problem auseinandersetzen, ist es ja nicht so, dass die Emissionen abgenommen haben, sondern die sind immer weiter gestiegen und steigen noch. Daran zeigt sich, dass wir wirklich sehr, sehr dringend handeln müssen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir erstmal feststellen können, dass die Intensität, mit der wir in Deutschland, im deutschsprachigen Raum in Europa, aber auch Menschen weltweit dieses Thema jetzt anerkennen und es ganz oben auf unsere Tagesordnung setzen, das hat enorm zugenommen, das hat sich rasant beschleunigt. Dazu gibt es auch Forschung, die fragt eben, wie oft ist Klimawandel ein Thema in euren Gesprächen, die ihr habt am Küchentisch, am Arbeitsplatz. Und in Deutschland ist das seit 2015 in den letzten Jahren geradezu explodiert. Und wenn man sich dann auch anschaut, woher kommt gesellschaftlicher Wandel? Und wir brauchen ja gesellschaftlichen Wandel, weil wir anders mit Ressourcen umgehen müssen. Wir müssen anders mit den natürlichen Lebensgrundlagen umgehen. Wir müssen anders Energie einsetzen, uns anders fortbewegen. Also da ist ganz schön viel Umbauarbeit, die vor uns liegt. Aber wenn man sich solche Umbauprozesse, Veränderungsprozesse in Gesellschaften anschaut, dann ist es eben nicht so, dass das völlig linear passiert, sondern wir sprechen auch hier von Kipppunkten. Und das sind dann eben nicht physikalische Kipppunkte, sondern das sind soziale und politische Kipppunkte. Und wir kennen das durchaus von anderen gesellschaftlichen Veränderungen, auch Reformen. Denken Sie beispielsweise daran, an das Frauenwahlrecht oder an so vergleichsweise banale Dinge wie das Rauchverbot in der Öffentlichkeit. Das hat oft eine ganz lange sozusagen Startrampe, wo man sich mühsam nach oben und nach vorne bewegt und plötzlich ist der Durchbruch da und wir haben auf einmal eine neue soziale, gesellschaftliche Norm, dass es eben nicht mehr akzeptiert ist, wenn man in der Öffentlichkeit raucht. Und an diese Kipppunkte müssen wir und können wir auch herangehen bei all den Veränderungen, die beim Klima vor uns liegen. Sie haben auch danach gefragt, müsste man nicht ganz gezielt mit politisch Entscheidenden jetzt sprechen? Mhm, ja, muss man. Und das Gute ist, genau das findet auch statt. Es gibt beispielsweise die Bürgerlobby Klimaschutz oder auch Schwarm for Future. Das sind Kampagnen, Initiativen, die genau darauf abzielen, dass eben ganz durchschnittliche Menschen
hingehen zu ihren gewählten Abgeordneten oder auch den Kandidatinnen und Kandidaten jetzt im Bundestagswahlkampf und sagen, Leute, wir haben hier ein ernsthaftes Thema, was ist euer Plan? Diese Gespräche müssen stattfinden und ich finde es ganz toll und ermutigend, dass das jetzt auch läuft. Ja, das sind ja nochmal zwei spannende Initiativen, die Sie vorgestellt haben. Die werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Ja, und ich wollte das auch nochmal in andere Worte fassen, weil es, finde ich, auch nochmal wichtig ist, das so deutlich zu sagen. Das, was Sie nämlich gerade mit uns geteilt haben, ist ja, dass eben der gesellschaftliche Wandel von oder auch in der Politik von der Gesellschaft her kommt. Also erst, wenn wir diesen Kipppunkt haben, wenn eben genug Leute für mehr Klimaschutz sind, sich dann auch erst was auf der, ja, oder effektiv auf der nationalen oder internationalen politischen Ebene verändern wird. Ich finde das nochmal sehr, sehr wichtig hervorzuheben, weil das eben bei vielen leider da die Überzeugung nicht so vorhanden ist. Dann wird manchmal, ja, defensiv gesagt, es müssten doch erst große Unternehmen oder erst die Politik handeln. Also natürlich wäre es ideal, wenn das quasi ineinander übergeht und alle handeln gleichzeitig effizient und effektiv. Aber ich denke halt auch, dass große Veränderung erst kommt, wenn die Mehrheit der Gesellschaft auch dafür einsteht, sich dafür stark macht. Ja, ich glaube, die spannende Frage ist, welches Bild wir da im Kopf haben davon, wie die Gesellschaft oder auch die Einzelnen mit der Politik, also den politischen Institutionen, den Parteien, dem Staat, aber auch der Wirtschaft, wie man sich da gegenübersteht und wie dieses Verhältnis ist. Und ich glaube, es ist hilfreich, sich das Ganze vielleicht zwischen der Gesellschaft und der Politik wie bei Tanzpartnern vorzustellen. Das ist eben auch eine Wechselbewegung und in dem Maße, wie von der einen Seite Impulse ausgehen, werden die von der anderen Seite aufgegriffen. Es ist also eine gemeinsame und gemeinschaftliche Bewegung und Politik wird nicht handeln, wenn da nicht eben die Gesellschaft mitgeht. Also Politik und Gesellschaft führen sich da sozusagen gegenseitig und genau in diesen wechselseitigen Austausch muss man hineinkommen. Und das, glaube ich, hat man sehr gut auch gesehen 2019, als die Fridays for Future Bewegung eben dann ja auch die Politik, namentlich die Bundesregierung, sehr unter Druck gesetzt hat und dazu gebracht hat, dass wir jetzt endlich einen Einstieg in eine CO2-Bepreisung haben in Deutschland, die viel zu gering ist. Aber man konnte an diesem Beispiel eben trotzdem sehen, wie dieses Führen und Geführtwerden, wie das sich vor unser aller Augen abspielt. Ja, lassen Sie uns doch einmal auf eine eher praktische Ebene kommen. Wenn ich jetzt, ist ja immer noch Corona, also wenn ich im Park spazieren gehe oder wenn ich in der Stadt spazieren gehe und ich begegne jemanden oder ich sitze vielleicht sogar neben jemandem auf der Parkbank. Also jetzt als Beispiel mit einer fremden Person ist vielleicht auch nochmal eine größere Herausforderung. Aber was würden Sie sagen? Wie fange ich ein Gespräch an oder wie könnte ich ein Gespräch anfangen? Haben Sie dazu einen Ratschlag? Also ich glaube, es ist hilfreich, dieses Gespräch sozusagen bei sich in seinem eigenen Kopf zu beginnen, auch mit der Vorstellung darüber, was kann ich und was will ich in einem Gespräch eigentlich erreichen und mit welchem Gegenüber habe ich es zu tun. Ich glaube, es ist ungemein hilfreich zu wissen, dass Menschen in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle eine positive Vorstellung haben von dem Land, von der Gesellschaft, in dem sie leben wollen. Menschen wollen gut sein, sie wollen auch zur Gemeinschaft beitragen. Das ist ein ganz starker Impuls, der ist ziemlich universell und auch wenn uns das manchmal nicht so erscheint, wenn wir all das Hässliche wahrnehmen, was man in Medien oder auf Social Media sieht, dann lenkt das eben davon ab, dass es eigentlich da diese Grundlage
gibt. Also insofern, glaube ich, hilft es erstmal, davon auszugehen, dass es positive Dinge gibt bei dem Gegenüber, an die man anknüpfen kann. Und ja, vielleicht auch in ein Gespräch nicht hineingehen mit dem Ziel, ich will jetzt den anderen irgendwie von irgendetwas überzeugen oder zu irgendwas hinbringen, weil so ein Gespräch ist kein Wettbewerb, wo es darum geht, den anderen zu besiegen, sondern ein Gespräch ist eben etwas Gemeinsames. Und insofern glaube ich, kann man das ja bei ganz harmlosen Alltagsgesprächen vielleicht mal mit diesem Modus versuchen, die Dinge auf sich zukommen zu lassen und einfach das Thema zu benennen und dann zu schauen, okay, wo hat man da vielleicht gemeinsame Sichtweisen? Man kann da natürlich dann auch sehr viel strategischer vorgehen und je nachdem, wo man arbeitet, was man macht, mit wem man Kontakte oder Netzwerke hat. Ja, da kann man natürlich dann genauere Pläne sich überlegen als bei jemandem, den man zufällig im ICE-Zugrestaurant oder auf einer Parkbank trifft. Da hilft es dann natürlich vielleicht schon, wenn man sich, nehmen wir mal an, Sie arbeiten in einer Firma und Sie wollen, dass die Firma klimaverträglich künftig produziert. Da braucht man dann schon einen Plan und eine Strategie, mit wem man in der Firma dann sprechen muss. Ja, das war jetzt schon vielleicht ein zweiter oder dritter Schritt. Vielleicht beginnt man ja auch das erste Gespräch erstmal mit einem Freund, einer Freundin oder einem Familienmitglied. Vielleicht ist da die Hürde auch etwas niedriger, das wirklich auszuprobieren. Ich will auch nochmal betonen, also es ist gar nicht so wichtig, was gesprochen wird, sondern es ist wichtig, dass gesprochen wird, weil aus diesen Gesprächen, die sind wahnsinnig wichtig. Auch ganz banale alltägliche Gespräche geben uns Informationen darüber, wo bin ich, was ist mein Mitmenschen, was ist in der Gesellschaft angesagt, was läuft gerade, wohin bewegen wir uns, was sind unsere Sorgen, was ist uns wichtig. Und insofern ist es total ausreichend, einfach dieses Thema anzusprechen. Damit hat man schon ein unheimlich starkes Signal gesetzt. Und alleine das ist viel wichtiger als die Details, über die Sie dann sprechen. Darum geht es gar nicht, sondern es geht wirklich um dieses Signal, dass wir uns gegenseitig geben, dass wir hier etwas haben, um das wir uns gemeinsam kümmern können und gemeinsam kümmern müssen. Ja, das finde ich auch sehr, sehr hilfreich vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, weil das bedeutet, ich muss nicht eine bestimmte Qualifikation haben, ich muss kein Klimawissenschaftler sein, ich muss auch nicht Klimapolitik-Experte sein, um über das Thema sprechen zu können. Vielleicht kann ich auch einfach erwähnen, falls ich bei einer Initiative aktiv bin oder gerade etwas gelesen habe oder mich etwas bewegt, was mit dem Klimawandel zu tun hat, das einfach zu erwähnen. Und es kann ja auch sein, vielleicht kommt gar keine Erwiderung von meinem Gesprächspartner, meiner Gesprächspartnerin, aber auf jeden Fall wurde das dann mitgeteilt. Angekommen, denke ich, ist es ja dann schon. Also ich würde das doppelt und dreifach unterstreichen wollen. Es geht wirklich gar nicht um Expertenwissen. Das ist, wie gesagt, das wird völlig überschätzt. Und ich glaube, wir sind da auch ein bisschen in einer Sackgasse, vielleicht gerade in Deutschland, weil die Klimadebatte, die Klimakommunikation bei uns ist ja unheimlich stark geprägt und dominiert von Menschen aus der Klimaforschung. Die werden immer wieder zitiert und das schüchtert auch ein. Es suggeriert, dass wir eigentlich uns nur austauschen können über das Thema, wenn wir da ganz tief und sehr fachlich uns mit beschäftigen. Und das ist eben nicht notwendig. Und ja, jeder ist gefragt, jeder ist ja auch betroffen von dem Thema. Jeder hat auch seinen Anteil an dem Problem. Insofern hilft die Klimaforschung uns dabei, das Problem zu verstehen und es einzuordnen. Aber in der Auseinandersetzung darüber, was das jetzt eigentlich heißt und was wir tun können, da ist eben jeder und jede gefragt. Ja, kommen wir noch einmal auf Klimafakten zu sprechen. Sie haben auf Ihrer Webseite nämlich auch ganz viele Informationen, natürlich Blogartikel, und da haben Sie jetzt auch unter anderem
ein Handbuch, wo sie, glaube ich, alle paar Wochen ein neues Kapitel veröffentlichen. Und da haben sie auch unter im Kapitel Showtime auch das Kapitel Erzähle Geschichten. Können Sie darauf vielleicht einmal eingehen? Ja, da wäre es natürlich toll, wenn ich da jetzt eine ganz tolle Geschichte erzählen könnte, wie man über Geschichten sich unterhält. Die habe ich jetzt auf Anhieb nicht parat, aber ich will mal sagen, worum geht es uns mit diesem Handbuch? Also wir machen ja selber eine Lernreise. Ich habe das erzählt, wir haben naiv angefangen, haben gedacht, okay, wenn die Fakten stimmen und wir gute Faktenchecks machen, dann haben wir die Debatte schon so gut wie gewonnen. Und das war nicht so. Und dann haben wir uns angefangen zu fragen, okay, was passiert eigentlich im Gehirn, in der Gesellschaft, wenn Menschen sich über das Thema unterhalten, und haben angefangen, eben über all die Facetten zu schreiben, was da so abläuft. Und das sind manchmal kuriose Dinge. Zum Beispiel ist es so, wenn Sie zwei Gruppen in zwei Räume setzen, in dem einen ist es kalt und in dem anderen ist es heiß, dann ist es so, dass in der Gruppe, wo die in dem heißen Raum sitzt, ja, dass dann mehr Menschen überzeugt davon sind, dass es einen gefährlichen Klimawandel gibt als in dem kalten Raum. Das ist ja eigentlich total bescheuert und idiotisch, weil die Hitze in dem Raum hat ja mit dem Problem nichts zu tun. Aber so funktionieren Menschen. Und natürlich können wir auch darüber hinwegkommen. Aber so, das sind spannende Sachen und darüber schreiben wir. Und viele, die das lesen, haben gesagt, ja, okay, toll, habe ich jetzt kapiert. Ich lasse mal meine Fakten stecken und ich rede zum Beispiel auch mal über Werte oder davon, wie unsere Gesellschaft eigentlich sein soll. Und wir wurden dann immer wieder gefragt, ja, sagt uns doch mal, wie man jetzt richtig gute Klimakommunikation macht, wo man also alles richtig macht. Und dann haben wir gesagt, okay, da ist so viel verstreut und an allen möglichen Ecken zu finden. Wir packen das mal alles in ein Buch und daraus ist jetzt eben dieses Handbuch der Klimakommunikation geworden. Über Klima sprechen heißt es. Und ja, wir schauen da jeden Winkel an. Und die Geschichten, die haben eine besondere Bedeutung dabei, denn ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, es gab im Zusammenhang mit diesen Impfgegnern und sogenannten Corona-Leugnern und Querdenkern bei einer Demo eine junge Frau, die das, was sie da gemacht hat, verglichen hat mit Sophie Scholl. Und das war natürlich grotesk und absurd. Aber es war auch interessant, weil das Bild, was wir zumindest in Deutschland im Kopf haben für heroischen Widerstand, das ist eben mit dieser Person, mit dieser Figur Sophie Scholl verbunden. Das ist sozusagen unser kultureller Wortschatz, um zu verstehen, wie bestimmte politische Situationen zu erklären sind. Und der Klimawandel bringt uns nun in Situationen, die politisch für uns als Gesellschaft völlig neu sind. Das sind Konflikte, die wir noch nicht kennen, wo wir uns nicht gut orientieren können, was sozusagen unsere Geschichte, unsere Literatur, das, was auf unseren Bühnen stattfindet, also alles, was mit sozusagen unserem kulturellen Erbe zu tun hat, das bietet da wenig an Konflikten über Umweltthemen, ja, weil unsere Geschichte hier in Mitteleuropa ist eben doch eher eine Geschichte der politischen Konflikte und nicht der ökologischen Krisen. Und diese Geschichten sind teilweise noch nicht geschrieben und deswegen ist es für uns auch so schwer, uns in dieser Klimawandelwelt zu orientieren. Und diese Orientierung ist aber wichtig, weil wir wollen ja wissen, wo wollen wir hingehen? Was ist eigentlich meine Rolle da drin? Und bin ich jetzt Sophie Scholl? Nein, offenbar nicht. Taugt nicht, weder bei den Querdenkern noch vielleicht bei der Klimakrise. Aber es hilft, wenn es eben solche Figuren gibt, fiktive oder auch historische, an denen man sich orientieren kann. Und deswegen ist dieses Geschichtenerzählen so ungeheuer wichtig. Vielleicht fehlen irgendwann die Worte oder der Vergleich und dann greift man eben auch zu Sophie Scholl, wo wahrscheinlich die Person, die das gesagt hat, auch genau weiß, dass das natürlich eine ganz besondere Situation war, aber ja, vielleicht eben doch so identifiziert hat. Ja, und ich denke auch, also natürlich
International gibt es da ganz große Unterschiede auch von den Arten der Geschichten, die erzählt werden können. Und auch in Deutschland, also wenn ich jetzt mit einem Landwirt spreche, der da in mehreren Jahren in Folge größere Ernteausfälle hat und auch erwartet, dass es vielleicht in den nächsten Jahrzehnten häufiger wird. Oder wenn ich mit jemandem spreche, der, ja, weiß ich nicht, der in der Verwaltung arbeitet, gut, je nachdem, wo das jetzt ist, der wird das dann nicht so intensiv wahrnehmen. Ja, also diese, was Sie gesagt haben, so diese Geschichten, die kann man gar nicht genug erzählen, weil ja jeder eine andere Erfahrung hat. Also wenn ich in einem Trockenjahr durch meinen Wald gehe, den ich super kenne, und dann mir auffällt, dass der Boden ganz rissig ist, was ich irgendwie in den letzten 10 Jahren noch nie wahrgenommen habe, dann sehe ich ja auch, dass da irgendwas anders ist. Und gut, das ist immer subjektiv. Ich bin kein Klimawissenschaftler und kann dann gleich sagen, oh ja, das ist aber bestimmt wegen dem Klimawandel. Aber ich kann zumindest ausdrücken, dass ich da Bedenken habe und dass das irgendwie auch für mich besonders ist und ich das vorher noch nicht so wahrgenommen habe. Ja, also das ist einmal sozusagen die Beschreibung dessen, was man sieht und wahrnimmt. Ich glaube, das Spannende an Geschichten ist, dass sie uns auch in eine Beziehung bringen mit dem, was wir sehen und was wir erleben, und sie erlauben es uns, einen Perspektivwechsel einzunehmen. Und das müssen jetzt nicht immer tolle Stories sein mit einer ausgefeilten Storyline. Ich will mal ein Beispiel für das geben, was ich mit Perspektivwechsel meine. Wir haben alle die Nachrichten aus Brasilien im Kopf von diesen Brandrodungen im Amazonas und davon, wie Präsident Bolsonaro das im wahrsten Sinne des Wortes befeuert. Und das empört uns und wir sagen, das kann doch nicht sein. Und gleichzeitig ist es so, dass wir im annähernd gleichen Tempo auch in Deutschland Boden vernichten, indem wir den zubauen und zupflastern mit Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Straßen, Infrastruktur. Jeden Tag gehen in Deutschland 60 Hektar verloren, die uns auch helfen würden, dem Klimawandel dem zu begegnen, weil jedes Stück unbebautes Land kann Kohlenstoff speichern. Und was ich daran so spannend finde, in dem einen Fall löst es moralische Empörung aus, wenn wir auf Brasilien blicken. Und genau das gleiche Phänomen halten wir für völlig normal und sehen auch gar nicht die moralische Dimension, wenn es vor unserer Haustür stattfindet. Und ich glaube, darum geht es immer wieder, hier eine neue, eine andere Perspektive zu gewinnen auf das, was passiert und was wir für normal halten. Und die Dinge sind eben nicht so normal, wie sie oft scheinen. Ja, ist gar nicht so einfach, das auch alles so miteinander zu verknüpfen. Irgendwie wird es dann ja doch auch recht kompliziert. Ja. Weil wenn ich mich nicht damit beschäftige, weiß ich das eben nicht. Aber genau, umso wichtiger ist es dann, darüber zu reden. Wenn ich jetzt weiß, was die Bodenversiegelung bewirkt, wenn ich das in meinem persönlichen Umfeld schon erzähle, dann erreiche ich damit ja vielleicht auch schon was Kleines. Ja, ich wollte noch mal was anderes ansprechen. Also Sie haben auf klimafakten.de tolle Blogartikel, Sie haben jetzt das Handbuch und Sie sind auch beteiligt am K3, am Kongress zu Klimawandelkommunikation, der dieses Jahr, vielleicht auch vor Ort in Zürich, vom 15. bis 16. September stattfinden soll. Was haben Sie da von Ihrer Seite geplant? Also Sie sind einer der Veranstalter. Bringen Sie sich auch direkt mit ein oder heißt das, Sie organisieren die Veranstaltung mit? Ja, wir hatten vor 5 Jahren die Idee, dass wir einen Ort brauchen, wo sich Menschen austauschen können, die täglich am Thema Klimawandel arbeiten und wo sie sich darüber austauschen können, welche Erfahrungen sie machen in der Kommunikation. Und deswegen gibt es diesen Kongress in diesem Jahr zum 3. Mal. Hoffentlich kann er in Zürich stattfinden. Und
Also was ich mir wünsche von dem Kongress ist, dass er viele Dinge in Frage stellt für jeden und jede, die dorthin fährt und teilnimmt. Dass wir aber nach Hause fahren dann mit viel Ermutigung, viel Anregung und Ideen, wie es gelingen kann. Und deswegen soll dieses gelingen und soll insbesondere auch die Frage, wie wir auch, welche Rolle Geschichten und Narrative dabei spielen, Zukunftsgeschichten wird eines oder das große Thema dieses K3-Kongresses in diesem Jahr in der Schweiz sein. Also in dem Sinne, wie kann die Zukunft aussehen oder wie kommen wir zur Zukunft? Also das Wort Zukunftsgeschichten, was ist damit gemeint? Also es geht darum, wie kann Zukunft aussehen? Wie kommen wir aber auch ins Geschichten erzählen? Ja, also wie stellen wir das eigentlich an, dass wir damit auch ernst genommen werden? Es gibt ja noch dieses immer wieder zitierte Diktum des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt, der angeblich gesagt hat, wer Visionen habe, der solle zum Arzt gehen. Also so etwas wird ja auch gerne mal belächelt und es ist gar nicht so einfach für jemanden Einzelnes, dann solche Zukunftsgeschichten in einem Kontext ja auf die Agenda zu rufen, dass Leute sich darauf einlassen, ja, sich auch gegenseitig zu erzählen, wie soll es denn sein, wie könnte es denn sein. Also da gehört auch ein gewisser Mut dazu und da gibt es auch ein paar Techniken, wie man es schaffen kann, dass einem das gelingt. Und über all diese Dinge wollen wir in Zürich sprechen. Das klingt sehr spannend. Sehr, sehr spannend, ja. Ich glaube, ich werde da auch teilnehmen. Ist das eigentlich nur für Fachpublikum oder kann da jeder teilnehmen? Da kann jeder und jede teilnehmen, der ein Klimakommunikator ist. Und jetzt haben wir in dem Gespräch ja schon herausgefunden, Klimakommunikator ist eben jeder, der über das Thema spricht. Und auch die, die es intensiv machen, sind schon Tausende und Zehntausende in unserem Land. Nehmen Sie mal alle die Menschen zusammen, die als Klimaschutzbeauftragte arbeiten, die als Umweltmanager, als Energieberater arbeiten, die als Aktivistinnen arbeiten, die als Journalistinnen darüber schreiben, die in der Klimaforschung sind. Also das sind so viele und es werden jeden Tag mehr. Da werden leider nicht alle nach Zürich kommen können. Und es gibt dann eine Ausschreibung und dann kann man sich, wenn man schnell ist, anmelden und dann ist man hoffentlich dabei. Das klingt super. Ja, der Podcast heißt ja Stories of Climate Change Hope und ich finde, Sie haben uns mit dem Gespräch über den Klimawandel und auch klimafakten.de schon eine gute Perspektive gegeben. Aber ich wollte trotzdem nochmal direkt fragen, woher schöpfen Sie Hoffnung oder was gibt Ihnen Hoffnung? Also was mich erdet und mir immer wieder Zuversicht gibt, ist, wenn ich in meinem Garten bin, wenn ich die Verbundenheit erlebe mit der Natur, mit den Lebensgrundlagen, den einfachen Dingen, wenn ich einen Vogel beobachte oder sehe, wie ein Baum oder eine Staude wächst. Und ansonsten gibt mir natürlich Hoffnung zu sehen, wie viele Menschen sich dieses Themas angenommen haben und dass wir da wirklich auch schon enorm viel erreicht haben. Ich glaube, wir sind in den Köpfen schon viel weiter als im Realen und das erscheint uns manchmal wenig, aber ich sag mal, nenn mal ein Beispiel. Markus Söder wurde vor kurzem in einem Interview mit der Zeit gefragt, ob er denn dafür sei, dass man den Fleischkonsum einschränkt und vermindert. Und jetzt ist Markus Söder ja ein intelligenter Typ und er hat also nicht gesagt, ja, ich bin dafür, das muss man unbedingt regulieren. Er hat auch nicht gesagt, er ist dagegen, sondern er hat gesagt, also er hätte beobachtet, dass man mit einer traditionellen Schlachteplatte heutzutage wenigen Jugendlichen eine Freude machen könne. Und ich würde sagen, das macht mir wirklich Mut und Hoffnung, weil da sind wir wieder bei diesem Paartanz zwischen Politik und Gesellschaft, weil auch politische Entscheider eben merken, die Gesellschaft ist in Bewegung. Jugendliche gehen voran, dabei die Nutzung von Tieren zu verringern, einzuschränken. Und das macht was. Und die Botschaft ist angekommen und das gibt mir Kraft. Ja, und wenn das immer mehr Leute sind, die sich dafür aussprechen, dann ist das vielleicht
bei dem nächsten Mal bei der Antwort nicht nur die Jugend, die von einer Schlachtplatte nicht begeistert ist, sondern vielleicht ist das dann schon eine andere Formulierung. Ja, darauf können wir setzen. Ja. Ja, jetzt noch, ja, noch zwei kürzere Fragen. Worauf freuen Sie sich in den nächsten Tagen? Das ist jetzt wieder jetzt nicht so originell, wenn ich sage, dass am Wochenende werde ich Sträucher im Garten schneiden, damit sie dann besser wachsen können. Darauf freue ich mich. Ja, hört sich gut an. Haben Sie vielleicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spontan, aber haben Sie eine Ressource? Das kann ein Buch sein, das kann eine Webseite sein oder ein Film, eine Serie, also etwas, was Sie gerne weiterempfehlen würden für die Hörer und Hörerinnen. Also ein Buch, was mich unheimlich begeistert hat vor kurzem, was wir auch auf klimafakten.de besprochen haben, das ist von Kim Stanley Robinson, ein amerikanischer Autor. Und sein neues Buch heißt The Ministry for the Future. Das wird in diesem Jahr auch in deutscher Sprache erscheinen. Bisher gibt es das nur auf Englisch. Und dieses Buch ist toll. Es spielt so in der Zukunft, so ich sag mal im Jahr 2035 bis 40 ungefähr, und beschreibt unsere Klimazukunft. Es ist einmal unheimlich spannend und zum anderen ist es auch ja, sehr intelligent, gut recherchiert. Mir hat es enorm Spaß gemacht und Mut gemacht. Also das Buch kann ich unbedingt empfehlen. Ja, danke schön. Ja, damit wären wir auch schon fast am Ende. Lieber Hörer, liebe Hörerin, vielleicht hat dich das Gespräch hier mit mir und Karel Mohn auch inspiriert. Vielleicht möchtest du auch ein Gespräch über den Klimawandel führen oder vielleicht möchtest du den Podcast weiterempfehlen oder einfach das Buch lesen, was Karel Mohn gerade empfohlen hat. Vielen Dank, Herr Mohn, dass Sie da waren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich danke Ihnen für die angenehme, ruhige Gesprächsführung. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss, schönen Abend. Ciao. Bei Coco möchte ich mich für die kreative Unterstützung und das Design des Logos bedanken. Ich möchte mich auch bei Wolkenrekorder dafür bedanken, dass ich seine Musik verwenden darf. Denkt daran, ihr findet den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, iHeartRadio und Google Podcasts.